Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video geht es mal um dieses spannende Material. Das ist Papierstoff. Papierstoffe kennen sicherlich einige unter dem Begriff Tyvek. Und Tyvek ist ein Eigenname sowie Tempo. Deswegen gibt es auch noch ganz viele andere Unternehmen, die solche Papierstoffe herstellen. Diese Papierstoffe haben den großen Vorteil, sie sind reißfest, sie sind belastbar, sie sind leicht, atmungsaktiv und wasserdicht. Deswegen kann man mit ihnen ganz viele tolle Sachen machen und ich stehe gerade ehrlicherweise erst an meinem Anfang zu entdecken, was man aus diesem tollen Material alles machen kann. Anders als der Name vielleicht vermuten lässt, ist dieses Material nicht aus Papier, sondern aus einem Polyethylenvlies. Dieses ist recycelbar, sodass auch hier der Nachhaltigkeitsgedanke mit eine Rolle spielt. Hier kannst du dich kreativ austoben, denn dieses Material lässt sich wunderbar bemalen, beplotten, bedrucken, einfärben oder auf andere Art und Weise verarbeiten, sodass dem kreativen Herz hier keine Grenzen gesetzt sind. Ich habe mich hier einmal mit einem Utensil ausgetobt. Wie du sehen kannst, ist dieses Material wirklich sehr leicht. Und wenn du das einmal nachnähen möchtest, findest du das Schnittmuster dazu auch auf meiner Website. Den Link dazu findest du unten noch einmal in der Infobox. Aber ich habe daraus nicht nur so ein Utensilo genäht, sondern mein erstes Projekt aus dem Papierstoff war das hier. Ich habe mir daraus einen Windbreaker genäht und ich muss sagen, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, denn ich liebe dieses Teil. Zugegeben, ich sehe vielleicht so ein bisschen aus wie ein kleines Alien, was hier durch die Gegend hüpft, aber es gefällt mir total gut und ich habe hier ein bisschen mit pinken Nähten gearbeitet und mit pinken Knöpfen und auch der Reißverschluss ist pink, sodass es dann auch ein bisschen farbig ist und ich hier nicht mit einer Alufolie irgendwie sowas durch die Gegend laufe. Aber es war wirklich die beste Entscheidung überhaupt, dieses Material für den Windbreaker zu verwenden, denn es wirklich wunderbar zum Tragen. Es ist leicht, es lässt sich ganz toll zusammenknuddeln und dann in der Tasche wieder verstauen. Und je mehr man dieses Material auch zusammenknüdelt, desto weicher wird es. Ich habe mir sagen lassen, man kann es dann auch gut nochmal in die Waschmaschine stecken und dann wird es nochmal so ein bisschen ledriger, also so ein bisschen feiner in der Haptik. Ich bin gespannt, ich habe sie bislang noch nicht gewaschen, ich werde dann entsprechend dann berichten. Was du jetzt beim Verarbeiten von so einem Papierstoff noch beachten musst, also wenn es darum geht, wie man damit näht, dann bleib am besten noch dran, denn das zeige ich dir jetzt auch noch. Viel Spaß! Zuerst zeige ich dir jetzt mal mein Material aus der Nähe. Das ist auf der einen Seite nämlich so silbrig und auf der anderen Seite weiß. Und ich habe mich jetzt dann bei meinem Windbreaker für die silberne Seite entschieden. Man kann es aber auch andersrum machen. Hier habe ich jetzt mal mitgefilmt, wie ich das kleine Utensilo genäht habe. Das wird genauso vorbereitet und ausgeschnitten, wie man das auch von Stoff kennt. Hier nur ein bisschen darauf achten, die Schichten verrutschen ganz gerne mal ein bisschen gegeneinander, sodass man das hier tatsächlich ein bisschen besser festhalten muss. Hier ist mein Teil, was ich jetzt rechts auf rechts zusammenlege und da kann man auch noch mal schön sehen, wie flutschig das aufeinander ist. Aber wenn man das hier gut fixiert, dann passiert da beim Nähen auch nichts. Wichtig ist, dass du hier keine Stecknadeln benutzt, sondern Nähklammern, damit nämlich nachher keine Löcher entstehen. Zum Zusammennähen habe ich mich jetzt hier für eine etwas größere Stichlänge entschieden, damit das Material beim Nähen nämlich nicht zu stark perforiert wird und hier die Gefahr besteht, dass die eine oder andere Naht vielleicht doch noch ausreißen kann. Außerdem nähe ich hier etwas langsamer als gewöhnlich und ich achte auch immer noch mal darauf, dass die Kanten mir beim Nähen nicht zu sehr verrutschen. Und so sieht die Naht auf dem Papierstoff von der einen Seite aus und so von der anderen Seite. Und dann zeige ich dir auch noch, wie die Naht aussieht, wenn man das Ganze dann ein bisschen auseinanderzieht. Durch die größere Nahtzahl sind natürlich hier ein paar Stiche sichtbar, aber das stört mich an dieser Stelle nicht. Mein fertiges Utensilo ist jetzt hier noch relativ steif, deswegen knubbel ich das einmal ganz stark zusammen, um dann im Anschluss nämlich diesen Crinkle-Effekt dann tatsächlich zu haben und man kann wirklich spüren, wie sich die Haptik komplett verändert hat. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Experimentieren mit Papierstoff und wenn du magst, schreib doch mal in die Kommentare rein, was du bislang aus Tyvek genäht hast. Bis zum nächsten Video wünsche ich dir alles Gute. Ciao!